Willkommen zurück zu Musashi Samurai Legend. Wir haben beide Schwestern oder Jungfrauen des Feuers gefunden. Jetzt müssen wir in die Akademie rein und sie sagen uns, wo das Schwert des Feuers denn steckt. Das fehlt uns nämlich noch. Hi Musashi, can you do us a favor? Like what? You remember Mount Terroir, right? We're worried that the monster there hasn't calmed down yet, but we're not allowed to leave. So we thought maybe you'd help us out. If you do, we'll give you the Sword of Fire. Right, Maribo? That's right. So, Musashi, what do you say? Wir machen das natürlich. That's the spirit. So, how should I soothe the savage beast? However you want, Musashi. Just give him a good spanking, and I'm sure he'll wise up. That's it? Finding the best way is up to you. It's not our place to say more. Warriors have their roles, just as maidens have theirs. I had to write an essay about that. I'd love to read it sometime. All right, time to hit the road. Just shine that sword up for me, okay? Okie dokie. Will do. Okay, wir müssen ihnen natürlich erstmal den Gefallen tun und anschließend erhalten wir das Schwert. Wir müssen in Banons Büro, was anderes ist hier noch nicht zu machen. Ich glaube, einen Gegenstand zum Begutachten haben wir auch nicht, haben wir alles beim letzten Mal schon gemacht. Und ich muss versuchen, mit der Kamera klarzukommen. Gut, wir müssen in die Interieurkuppe, dort das Monster bezwingen. Das Monster selbst kann man vorwegnehmen, ist glaube ich gar nicht so schwer. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber dazu kommen wir natürlich auch noch zum späteren Zeitpunkt. Wir müssen uns erstmal auf den Weg dahin machen. Natürlich erstmal jetzt den ganzen Weg wieder darüber fliegen. Habe auch vorhin mal gesehen, wir brauchen noch 125 Erfahrungspunkte bis zum nächsten Level Up. Das heißt, die nächsten 2-3 Gegner dürften uns ein Level Up geben. Ich glaube, ich weiß auch circa, wo das Monster ist. Und zwar... Okay, man sieht es, glaube ich, noch nicht von hier. Doch, man sieht's. Okay, ist aber ein ganzes Stück auf jeden Fall. So, und da ist auch schon der erste Gegner. Ah, es sind kleine Gegner. Aber Erfahrungspunkte sind Erfahrungspunkte. Der große hier, Kamera. Der große hier vorne dürfte uns das Level abgeben. Oh, doch nicht. Kommen wir doch weniger Erfahrungspunkte von denen hier. Da ist es. Sehr, sehr gut. Ich glaube, bis zum Boss werden wir jetzt nicht nochmal ein Level kriegen. Leveln werde ich, was erstmal so am niedrigsten ist. Fokus könnte ich. Ich überlege gerade, ob Fokus im Moment geschickt ist oder Abwehr. Aber wir machen einmal Fokus. Rest steigt insgesamt um 5. Wir wählen das Schwert des Wassers aus. Die Stelle kennen wir ja schon, waren ja schon mal hier. Das dürfte ungefähr passen. Ja, sehr schön. So, hier sind die gelben Gegner. Die auch mittlerweile keine Combo mehr benötigen, um sie zu erledigen. Na schade, ich dachte, der hier rennt uns jetzt an und dann mitten in die Lava-Fontäne. Hat aber nicht getan. Hier noch die... Oh, kein Gegner.
Ich bin von der Lava getroffen. Hab ich nicht aufgepasst. Okay, das war sehr dumm. Kann man überlegen, wo wir hin müssen. Bin ein wenig verwirrt. Ich glaube hier lang. Au. Zu spät gesprungen. Aber ist ja zum Glück nicht so schlimm. Also wie Schaden kriegen wir nicht hier. Ich hoffe, dass sie uns trotzdem ein paar Lebenspunkte da lassen, beziehungsweise das sind noch zwei kleine Kisten da hinten. Sehr schön, wir geben uns Lebenspunkte. Und in den Kisten finden wir auch Lebenspunkte. Und einmal Mana. Sehr schön. So, der Weg zum Boss müsste eigentlich in einer Höhle sein, die die ganze Zeit versperrt war. Na, zeigen tue ich es jetzt mal nicht. Wir werden aber auch dran vorbeilaufen. Sehr schön, wir haben volle Energie und volle MP. So, jetzt mal kurz überlegen. Oben ist noch was. Ah, die Kiste haben wir schon. So. Mal überlegen, ob wir was vergessen haben. Ich denke nicht. Ah, Moment. Genau. Da war nämlich noch was. Hatte ich auch beim letzten Mal vergessen, und zwar, wenn man nämlich die Lava... Nein, habe ich geholt. Oh. Schade. Okay, das war unnötig. Ich dachte nämlich, ich habe beim letzten Mal vergessen, die Schatzkiste mitzunehmen. Habe ich aber dann doch getan. Sehr gut. Erfahrungspunkte noch mitnehmen und jetzt wieder nach oben laufen. Au. Schon wieder viel zu spät abgesprungen. Hier müssen wir rüber. Shit, er hat vor mir angegriffen. Damit hatte ich erstmal nicht gerechnet, ist aber auch zum Glück noch okay. Da hinten war nichts mehr. Jetzt gerade mal schauen, wo wir sind. Okay, wir sind hier. Da müsste doch irgendwo die Höhle
sein. Sehr gut ranzoomen geht. Genau. Das müsste alles soweit passen. Die Kiste hier brauchen wir noch. Da ist der Durchgang. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, wo das Ganze war. Um an die Kiste ranzukommen. Genau, hier ist die Höhle. Das ist der Eingang, den wir jetzt betreten können. Und da müsste auch irgendwo das Monster sein. Genau, sehr gut. Ich gucke gerade mal nur, wie viel Erfahrungspunkte wir brauchen bis zum nächsten Level-Up. Das ist noch 3500. Gut, die denke ich, werden wir nicht mehr erreichen in diesem Level. Aber hier kann ich mal kurz auf die Karte schauen. Ah, jetzt weiß ich, wo ich die Kiste vergessen habe. Genau. Machen wir doch gleich. Ach. Geht dann doch nicht so einfach. Schade. Wir müssen nämlich da drüben auf die andere Seite. Da ist aber auch eine Kiste. Wir müssen einmal eine komplette Runde machen. Da können wir gucken, was da ist. Okay. Ja, wir gucken uns einfach mal alles an. Mal rüber auf die andere Seite. Jetzt schauen, was wir hier haben, und dann wieder zurück den anderen Weg nehmen. Oh, sehr gut. Zwei Kisten. Einige Eisenteile in der einen Kiste. Und in der anderen haben wir 1544 Geld. Anschließend hier nach rechts. Könnte es sogar mit einem Doppelsprung. Oh, schade. Hat nicht viel gefehlt zum Festhalten. Das hat gereicht.